Ja, vielen Dank. Mein Name ist Kerstin Mende-Stief. Ich begrüße Sie recht herzlich und muss vorab zu meiner Entschuldigung gestehen. Ich bin vor einer halben Stunde gefragt worden, ob ich diesen Vortrag halte. Bitte sehen Sie mir nach, wenn es nicht ganz so perfekt wird. Ich möchte heute mit Ihnen einen kleinen Ausblick in die Zukunft wagen. Das Thema Smart Grid geistert gerade vermehrt durch die Presse. Viele werden damit konfrontiert, schon zu Hause mit Begriffen wie Smart Meter. Und ich möchte Ihnen zeigen, was das eigentlich bedeuten kann in der Zukunft, welche Auswirkungen das haben kann und Ihnen auch ein bisschen einen Ausblick geben, welche Anforderungen das zukünftig an das Thema Sicherheit stellen wird. Jetzt hoffe ich, komme ich damit klar. Wunderbar. Fangen wir einfach mal bei Ihnen zu Hause an. Ein Smart Home, das wird das Zuhause der Zukunft werden. Woraus besteht so ein Smart Home? Zuerst einmal natürlich durch Einwohner, die in diesem Haus leben und die dort bestimmte Dinge tun wollen, außer leben vielleicht. Nämlich zum Beispiel ihre Haushaltsgeräte steuern. Heute machen Sie das manuell, Sie gehen zu dem Gerät hin, schalten es ein, vergessen es vielleicht, es läuft die ganze Nacht durch oder auch nicht. Sie vergessen vielleicht den Herd auszuschalten, wenn Sie in den Urlaub fahren, merken es kurz vor Rom, kehren nochmal um und schauen nach. Das alles wird in der Zukunft möglich sein, mobil zu überwachen und zu steuern, nämlich mit Hilfe des kleinen Users, der da oben mit seinem PDA durch die Welt fährt, sich daran erinnert, huch, ich habe den Herd vergessen auszuschalten, vielleicht, ich gucke mal eben nach. Der loggt sich zu Hause ein, pingt den Herd an, schaut, ach nö, ist alles in Ordnung, kann ich weiterfahren, Zelt aufbauen, alles Paletti. Was natürlich auch sehr reizvoll ist an so einer Vision, Sie können die Geräte so steuern, dass Sie sie in Ihrem täglichen Leben unterstützen. Zum Beispiel, Sie sind auf der Arbeit, Sie haben Hunger, kommen nach Hause, möchten, dass die Pizza fertig ist. Also schalten Sie mit Ihrem PDA den Herd ein, wo die Pizza morgens schon drin liegt. Intelligenterweise bringen wir den Kühlschrank irgendwann dazu, die Pizza auch noch da reinzulegen. Schalten den Herd an in dem Moment, wo Sie das Haus betreten. Das merkt natürlich Ihre Garage, indem Sie Ihr Elektroauto abstellen. Und dieses Elektroauto sagt: Juhu, ich bin zu Hause, steck mich in die Steckdose. Drin geht der Herd auf, die Pizza ist fertig, Sie kommen rein und Ihre Frau überrascht Sie mit einem fertigen Essen. So, das Ganze funktioniert über die Steuerung über ein Stromnetz, weil all diese Geräte hängen auch am Stromnetz. Das Ganze wird überwacht von von einer zentralen Überwachungsstelle. Das kennt man aus der Telekommunikation. Dort heißen die NOC, Network Operation Center. Hier ist es dann halt ein Energieüberwachungscenter. Unten angekoppelt Hersteller, Energielieferanten verschiedenster Couleur. Da sind regenerative Energien dabei, dort sind urbane Montanenergien dabei. Was natürlich sehr intelligent ist, auch an so einem Netz, nämlich an so einem Smart Grid, ist, Sie können steuern den Energiebedarf. Sie wissen genau, wer auf der einen Seite hängen die Verbraucher und auf der anderen Seite wird ein Strombedarf in das Netz eingespeist, der genau in dem Moment abgenommen werden kann. Lastverteilung im Stromnetz ist dort groß das Thema. Kommen wir jetzt zu Ihnen in die Firma. Sie haben IT-Firmen, Sie haben Fabriken, Sie haben Produktionsanlagen. Auch die kosten viel, viel Strom. Mit Hilfe solcher Energie Steuerungen, zentraler, intelligenter Energiesteuerungen, ist es möglich, die Produktionsanlagen immer mit dem günstigsten Strom zum Beispiel zu versorgen. Das Netz merkt alleine, wann ist welcher Anbieter der günstigste und kann Ihnen dann helfen, Ihre Stromrechnung zu sparen. Das Ganze natürlich auch in Rechenzentren und in Bürogebäuden. Gerade in Bürogebäuden. Wie oft passiert es, Sie verlassen das Büro, im ganzen Haus brennt das Licht, irgendwann kommt vielleicht mal die Putzfrau, vergisst es auch auszuschalten und das Licht brennt die ganze Nacht hindurch. Schöner wäre es doch, Sie verlassen Ihren Arbeitsplatz. Der Arbeitsplatz merkt das, nach einer Weile geht das Licht automatisch aus und verfolgt Sie quasi durch das Haus bis runter in die Tiefgarage. Andere Modelle, Sie kommen morgens ins Büro rein, was machen Sie als erstes? Sie starten Ihren Rechner, warten eine Viertelstunde, gehen Kaffee trinken, reden mit den Kollegen und es ist ein Haufen Zeit, die dabei draufkommt, die Sie, Ihren Arbeitgeber und natürlich auch Geld kostet. Wenn Sie mit Ihrem intelligenten Stromauto in die Tiefgarage fahren, es stöpselt sich dort in die Energie, in die Strom,
Versorgung ein, dann weiß Ihr Rechner oben schon, oh, mein Herrchen kommt gleich, ich muss jetzt hochfahren. Macht es. Sie kommen nach oben, nehmen auf dem Weg dahin noch einen Kaffee mit. Gut, können jetzt nicht mehr so viel mit den Kollegen reden, aber dafür gibt es dann bald andere Kommunikationsmedien. Aber Ihr Rechner ist an, wenn Sie den Arbeitsplatz betreten und zeigt Ihnen sofort vielleicht Terminkalender, E-Mails, wichtige Dinge, die Sie am Tag brauchen. Wie funktioniert so etwas? Durch eine Konvergenz von ganz vielen Dingen. Was wir heute in der heutigen Welt schon haben, ist ja eine Konvergenz von Telefonie und Daten. Das werden Sie als Voice over IP vielleicht selber schon einsetzen, aber zumindest schon mal gehört haben. Genau diese Verbindung eines ursprünglichen Telefonnetzes und heute Datennetzes, diese Verbindung wird dann einfach erweitert um das Energienetz, was auch in diesen Verbund reingenommen wird. Und wir sprechen dann nicht mehr im Haus von einem Stromanschluss, von einer Internetleitung, von einem ISDN-Anschluss, sondern Sie haben genau einen Anschluss im Haus, der all diese Kommunikationsmedien, Übertragungsmedien beinhaltet und für Sie zur Verfügung steht. Das Ganze natürlich dann auch für die Mobilfunknetze, auch das wird dort integriert sein in diese Steuerung. Sehr, sehr wichtige Voraussetzung hier ist IPv6. IPv6, wer benutzt es von Ihnen schon? Irgendjemand? Einen haben wir, wunderbar. Ich vermute, in Zukunft werden sehr viele von Ihnen IPv6 benutzen und ihre Netze umstellen. Denn mit der Masse der Geräte, die dann in einem solchen Netz zu steuern sind, brauchen Sie immens viele IP-Adressen. Jedes Gerät ist von außen direkt erreichbar. Da können Sie mit NAT nicht mehr viel anfangen. Also werden Sie IPv6 einsetzen. IPv6 wird auch eine ganze Menge Risiken und Herausforderungen mit sich bringen. Wenn wir uns das Netz nochmal anschauen, jedes Gerät, was Sie hier auf diesem Bild sehen und wahrscheinlich noch ganz, ganz viele mehr, werden in Zukunft von außen erreichbar sein. Das heißt, Sie können davon ausgehen, dass Ihr Nachbar Ihre Waschmaschine sehen könnte, wenn Sie nicht Vorkehrungen treffen. Auf der anderen Seite, Sie sehen, auch Firmendaten sind im Netz. Es ist sicherlich nicht sehr zielführend, wenn die Waschmaschine Ihres Nachbarn weiß, welche Kunden Sie heute angerufen haben. Genauso die Bewegungsprofile, mobile Nutzer. Der ist heute in Tokio, steuert daheim seinen Herd, fliegt dann mit dem Flieger nach Amerika rüber, hat dort einen Rechnerarbeitsplatz zur Verfügung und irgendwann sitzt er zu Hause im Homeoffice. Das Ganze wird in Zukunft verbindungslos funktionieren. Auch der ist permanent online und mit allen seinen Geräten verbunden. Dabei habe ich jetzt noch gar nicht über Web2.0-Dienste geredet. Wenn das Auto im Stau erkennt, hey, mein Facebook-Kumpel steht neben mir und fängt an, sich mit dem zu unterhalten. Das sind Visionen dieser wunderschönen neuen Welt. Aber Sie sehen auch, dass dort ein riesengroßes Potenzial für Angriffe drin steckt.